Diese Woche unter anderem bei Preview. Ein Internetunternehmen, das alles über alle wissen will. The Circle. Für den Circle gibt es keine Probleme, die wir nicht lösen können. Wir können jede Krankheit heilen und den Welthunger bezwingen. Ein Pilot, der das große Geld wittert. Barry Seal, Only in America. Und für dein Ort. Und das meiste von der Scheiße ist wirklich passiert. Ihr habt mich nicht gesehen. Und ein Haufen durchgeknallter Typen, die mal wieder das Universum retten. Natürlich mit dem besten Soundtrack. Guardians of the Galaxy Volume 2, unser DVD-Tipp der Woche. Oh, das ist heftig. Wie würdest du beschreiben, was der Circle ist? Sagen wir deiner Großmutter. Das Chaos des Webs wird dadurch eleganter. Temporunde. Paul oder John? Paul in den frühen Jahren, dann John. Mario oder Sonic? Das erste Sonic, sonst Mario. Das Wohl des Einzelnen oder das Wohl der Gesellschaft? Ist beides wichtig. Am meisten fürchtest du? Nicht genutztes Potenzial. Als May Holland durch die Vermittlung ihrer Freundin Annie einen Job bei dem weltweit dominierenden Internetunternehmen Circle bekommt, ist sie überglücklich. Für sie ist das eine einmalige Gelegenheit. Das Ziel der Firma, sämtliche Aktivitäten der User verknüpfen und in einer Online-Identität vereinen. Mit immer neuen technologischen Fortschritten, so die Idee der Firma, soll eine Welt der völligen Transparenz geschaffen werden. Wir sind jetzt in der dritten Woche meiner Transparenz und haben inzwischen 2.308.007 Follower. Wow. May ist begeistert von den Visionen des charismatischen Firmengründers Eamon Bailey und kann bedenken, wie die ihres Ex-Freundes Mercer nicht verstehen. Wir waren oft unterwegs, haben was erlebt und gesehen und jetzt wird das alles durch das hier gefiltert. Macht dich das überhaupt nicht stutzig? Das Firmengelände, wo die Mitarbeiter rundum versorgt werden und ihre Arbeit werden nach und nach zu Mays Lebensmittelpunkt. Für den Circle gibt es keine Probleme, die wir nicht lösen können. Wir können jede Krankheit heilen und den Welthunger bezwingen. Ohne Geheimnisse. Mit dem Horten von Informationen und Wissen. Nur der mysteriöse Tai bringt sie zum Stutzen. Er behauptet auch, ein Mitarbeiter zu sein, doch May kann ihn im Computer, der zu jeder Zeit anzeigt, wo sich die Mitarbeiter gerade befinden, nicht finden. Trotzdem kennt Tai auf dem Gelände Türen und Gänge, die nirgends verzeichnet sind. Und er versucht, May zu warnen. Jeder Schritt, den du machst, jeder Atemzug, alles wird hier gespeichert. Die können das nutzen, wie auch immer sie wollen. Die werden analysiert. Die Daten aller beim Circle werden ausgewertet und zu Geld gemacht. Circle, teilt ihr gern? Teilen ist heilen! It ends up being a reflection of who we are as a people. Der Film spiegelt uns als Menschen wider. Im Internet gibt es, wie in der wirklichen Welt, immer gute und böse Menschen. The Circle ist das, was das Internet gerne sein würde und hofft zu werden, aber was es hoffentlich niemals wird. In The Circle geht es um ein Internetunternehmen, das alles über seine Nutzer erfahren will, selbst aber strikte Geheimhaltung betreibt. Die Motivation der Mitarbeiter wird unter anderem durch eine Rundumversorgung erkauft. Offensichtliche Vorbilder der fiktiven Firma sind Google, Facebook und Apple, weswegen das Firmengebäude in The Circle dem Apple Park im Santa Clara Valley sehr ähnlich sieht. Der Circle hat eine Macht, die die Welt verändern kann. Es sind nur die Lügen, die uns Ärger einbringen. Die Heimlichkeiten. Wer dir am Herzen liegt, liegt dem Circle am Herzen. Etwas zu wissen ist gut. Aber alles zu wissen ist besser. Hier spricht die amerikanische Drogenbehörde. Wir fordern Sie auf, sofort zu landen. Alles klar, Jungs, wir landen. Was macht ihr? Mein Name ist Barry Seal. Hier, für den Schaden. Für deine Schwester, hey Kleine, und für dein Rad. Und das meiste von der Scheiße ist wirklich passiert. Ihr habt mich nicht gesehen. Der Pilot Barry Seal nutzt in den 1980er Jahren seinen Flugschein, um mit Drogen und Waffenschmuggel das große Geld zu machen. Haben Sie nie nach Höherem gestrebt, Barry? Sie sollten Ihrem Land dienen. Sie sind von der CIA? Einen wesentlichen Teil seiner illegalen Aktivitäten wickelt er dabei im kleinen Örtchen Mena im US-Bundesstaat Arkansas ab. Doch seine Erfahrung als Schmuggler macht ihn auch für die CIA interessant, die ihn schon bald für verdeckte Operationen in Südamerika rekrutiert. Barry entdeckt jedoch schnell, dass er weiterhin mit den verschiedensten Parteien Geschäfte machen kann und so verstrickt er sich in ein kompliziertes Netz aus Machenschaften, an dem amerikanische Geheimdienste, Guerillakämpfe aus Nicaragua und das von Drogenbaron Pablo Escobar geführte Medellin-Kartell beteiligt sind. Waffen, Drogen. Du bist Verkehrspilot, Barry. Damit ernährst du unsere Familie. Das wird super für uns.
Ist das legal? Vertraust du mir? Nein! Wir erweitern unsere Aktivitäten, Barry! Schon bald macht ihn sein Doppelleben als Schmuggler und Geheimagent zu einem der reichsten Männer der USA. Doch das zieht schnell neue Probleme nach sich. Roscoe hat das im Garten ausgebuddelt und jetzt fliegt überall Geld rum. Ich werde es morgen einsammeln. ATF, Waffen fallen lassen! Und Geldwäsche. Wisst ihr, dass von allen Autos der Caddy den größten Kofferraum hat? Und weil ihr so nett seid, schenke ich jedem von euch einen. Sagt Bescheid, dass ich jetzt gehe. Und keiner von euch wird mich daran hindern können. Er ist frei, er kann gehen. Hey, Moment mal. Ich hätte mich für den Caddy entschieden. Obwohl die Geschichte des Schmugglers und CIA-Agenten Barry Seal zu verrückt klingt, um wahr zu sein, ist sie tatsächlich passiert. Seal, der als Pilot für die amerikanische Fluggesellschaft TWA arbeitete, war Ende der 70er Jahre der erfolgreichste Drogenkurier der Welt. Insgesamt soll er Drogen im Wert von 3 bis 5 Milliarden Dollar in den USA geschmuggelt haben. Durch seine umfangreiche Tätigkeit gerät er jedoch bald ins Visier des amerikanischen Geheimdienstes. Im Jahr 1984 wird Seal Kronzeuge im Prozess gegen das Medellin-Kartell. 2 Jahre später wird er von 7 Auftragskillern auf offener Straße erschossen. Der Milchmann Kostja geht auch in Kriegszeiten seinem Geschäft nach. Jeden Tag überquert er auf seinem Esel die feindlichen Linien der beiden Bürgerkriegsparteien und setzt sein Leben aufs Spiel, um den Soldaten Milch zu verkaufen. Mit viel Glück kehrt er immer wieder gesund nach Hause zurück, wo ihn seine zukünftige Frau, die hübsche Dorfbewohnerin Milena, erwartet. Und am Samstag, da gibt es eine Doppelhochzeit. Zum Teufel mit dir und allen Bräuten. Ich heirate Kostja und die Braut heiratet Jaga. Ich habe eine Italienerin gefunden, fast neuwertig. Kostja! Doch das Schicksal durchkreuzt Kostjas Pläne für eine friedvolle und ereignislose Zukunft, als es ihn mit einer mysteriösen, aber bereits vergebenen Italienerin zusammenführt, in die er sich unsterblich verliebt. Tja, was soll man da machen? Sie ist irrsinnig schön. Sie sieht genauso aus wie ich noch vor ein paar Jährchen. Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen und verbotenen Liebe, denn auch ein äußerst eifersüchtiger General ist der Schönen verfallen. Und nur eine abenteuerliche und gefährliche Flucht ermöglicht es Kostja und seiner Angebeteten zusammen zu sein. Das hat doch keinen Sinn. Du dämlicher Kerl. Das Einzige, was Sinn hat, ist jemanden zu lieben. Was auch passiert. Noch kein Mensch hat diesen Killern je entkommen können. Aber was können wir sonst machen? Die Verlobungsringe sind da! Du brauchst keine Verlobungsringe. Zum Teufel mit dir und allen Bräuten. Deine Braut ist doch überhaupt nichts wert. Haben wir dich bezahlt? Oh ja? Dann quatsch nicht. Hör mal, schick die Braut weg, die wird uns das Leben kosten. Vielleicht koste ich euch das Leben. Emir Kusturica gehört einem exklusiven Club an. Er ist neben großen Namen wie Francis Ford Coppola oder Michael Haneke einer von insgesamt der 9 Filmemachern, die gleich 2-mal in ihrer Karriere beim Festival von Cannes mit der Goldenen Palme geehrt wurden. In seiner Mischung aus brisanten politischen Themen und kraftvoller, sehr individuell zu einer Art magischem Realismus überhöhter Balkan- oder Russland-Folklore traf Emir Kusturica, der nicht nur Regisseur, sondern auch Musiker ist, einen Nerv bei Kritikern und Publikum. Zugleich sorgte seine starre pro-serbische Sicht auf die komplexen regionalen Konflikte der Zeit aber auch für Kontroversen. Geh nur, Freund, geh immer in Richtung der Liebe. Diese Erderwärmung ist dann für mich Fakt, wenn das heißeste Jahr aller Zeiten immer das ist, das wir gerade haben. 14 der 15 heißesten Jahre, die je gemessen wurden, hatten wir seit 2001.
Das heißeste von allen war 2016. Im April dieses Jahres lagen die Temperaturen in Grönland deutlich höher. Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore kämpft weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung. In eine unbequeme Wahrheit war die Darstellung, wie der Anstieg des Meeresspiegels, verstärkt durch Sturmfluten, das 9/11-Memorial überschwemmt. Viele meinten, wir übertreiben. Hurricane Sandy erreichte letzte Nacht New York und überflutete die Baustelle des World Trade Centers. 11 Jahre nach Eine unbequeme Wahrheit bereist Gore die Welt, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat, im Guten wie im Schlechten. Das ist die Erderwärmung. Auf der einen Seite steht etwa das bahnbrechende Klimaabkommen von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele Länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind. Auf der anderen Seite sind die globalen Veränderungen durch den Klimawandel jedoch noch größer geworden. Paris steht am Scheideweg. In vielen Punkten wird noch hart verhandelt. Wie können wir die Erneuerbaren fördern? Ich bin sicher, wir kommen in der Sache zusammen. Praktisch jedes Land der Welt hat zugesagt, den Ausstoß der Treibhausgase auf null zu reduzieren. Das ist beispiellos in der Geschichte. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. Die Regisseure Bonnie Cohen und John Shank zeigen Al Gore auch dabei, wie er versucht, auf Politiker auf der ganzen Welt einzuwirken oder wie er sich mit internationalen Klimaexperten austauscht. Wir haben unseren Steuerzahlern gegenüber die Pflicht, ihnen die kostengünstigste Energieversorgung zu bieten. Klar, am Ende zählt das Geld. Doch auch schon vom gesunden Menschenverstand her würde es Sinn ergeben. Je weniger wir in die Luft blasen, umso besser ist es. Ja. Ein bisschen gesunder Menschenverstand reicht. Dazu braucht man keine Wissenschaft. Darf ich den Satz verwenden? Aber natürlich, ja. Verzweiflung kann lähmend sein. Doch es gibt Entwicklungen, die mir Mut machen. Es ist so offensichtlich, da gibt es nichts zu diskutieren. Wie lange wollen wir uns noch ins Sofa zurücklehnen und darauf hoffen, dass ein Genie kommt und den Schlamassel löst? Der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der 2000 in der dramatischsten Wahl der US-Geschichte gegen den Republikaner George W. Bush unterlag, weil ihm Swing State Florida am Ende 537 Stimmen fehlten, hat sich nach diesem Schock voll und ganz dem Klimaschutz verschrieben und mit einer weltweiten Vortragsreihe zum Kreuzritter aufgeschwungen, der gegen schädliche Treibhausgase und die damit einhergehende der Klimaerwärmung ins Feld zieht. Für seinen Film Die unbequeme Wahrheit hat Al Gore den Oscar bekommen und für seinen Kampf gegen die Klimaerwärmung wurde er außerdem mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und lasst euch nicht weismachen, wir können immer noch ein Raumschiff nehmen und auf dem Mars leben. Unsere Heimat ist hier. Sie kommen! Der kleine Scheiß hat uns verarscht. Benny, Sie haben's rausgefunden. Hey, stehen bleiben! Mia und ihr bester Freund und Klassenkamerad Benny sind die Pfefferkörner und gemeinsam mit Mias Schwester Alice lösen sie rund um Hamburg jede Menge rätselhafter Fälle. Luca, Mensch Luca, morgen geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Was ist denn los? Hast du ein Gespenst gesehen? Mia, bleib in Deutschland, komm nicht her. Was? Wieso? Vertraust du mir? Ein neues Abenteuer erwartet sie, als sie mit Lehrer Martin Schulze auf Klassenfahrt gehen sollen. Als eine andere Lehrerin krank wird, droht die Reise zu scheitern. Doch dann springt Bennys Mutter Andrea ein, sehr zu dessen Leidwesen. Mama, was ist denn das für ein Kleid? Das war ein Schnäppchen. Unfassbar, hä? Opa, Hutzeler! Warum sagst du es ihr nicht endlich? Was denn? Na, dass du in sie verknallt bist, du Schlumpf. Warum muss ich es dir noch sagen? Ach, Jungs. Mia freut sich derweil auf ihren guten Freund Luca, der am Zielort in Südtirol lebt. Doch Luca scheint etwas zu belasten. Es geschehen seltsame Dinge auf den von ihm bewohnten Berghof und schon bald stoßen die Freunde auf unheimliche Geister und mysteriöse Zeichen. Wer wagt es, meine Wut? Das ist mein Berg. Du bist verflucht. Zum Glück ist da noch der neue Schüler Johannes, der ihnen unter die Arme greift und gemeinsam versuchen sie, das Rätsel zu lösen. Mutter, jetzt haben wir ihn an der Backe. Ist das eine Unterhose oder eine Waffe? Hat Oma mir geschickt. Nicht mehr lange! Die Krimireihe Die Pfefferkörner gehört zu den langlebigsten Kinderserien, die der Norddeutsche Rundfunk je in Eigenregie hervorgebracht hat.
Seit 1999 lösten bisher 8 verschiedene Ermittlergruppen in 13 Staffeln insgesamt 169 spannende Kriminalfälle in und um die Hamburger Speicherstadt. Wer den Berg betritt, ist verflucht. Das ist das Zeichen des Schwarzen Königs. Sie sind weg hier! Da sind sie! Okay, 1, 2, 3! Immer wieder die 2. Wer ist die Frau? Bevor Ende 2017 die 14. Staffel losgeht und darin eine weitere Crew aus heranwachsenden Detektiven auf Spurensuche geht, gibt es jetzt erstmal den ersten Kinoableger des Erfolgsformats. Da! Jetzt geht's erst richtig los, Leute. Wir sind die Pfefferkörner. Na los! Reden wir von dieser Missgeburt in der Stadt, in der ihr lebt. Hicks, hast du was drauf, Amy? Was macht ihr da? Zeichnet ihr mich auf? Wie viele Stunden haben Sie gekriegt? 100. Ich auch. Mein Dad hat Ihre TV-Serie geliebt. Wir haben uns jede Folge angesehen. War schön, einen Fan kennenzulernen. Wir hatten nur den einen Fernseher. Oh. Ist es nicht zauberhaft, wenn Promis ihre Nutten in den Club mitbringen? Ist das nicht irre? Jackie Burke ist im Saal. Nach allem, was ich für dich getan habe, ich war für dich da, als du anfingst, als junger Mann. Oh. Jackie war ein erfolgreicher Comedian, der einen Sitcom-Hit hatte, doch seit dem Ende seiner TV-Serie läuft es für ihn nicht mehr rund. Nun ist er zurück in seiner alten Heimat, wo die Tochter seines Bruders heiraten wird. Weil die tollen Jobangebote ausbleiben, kann ihm seine Agentin nur Stand-Up-Gigs mit anderen alten Recken vermitteln. Bei einem der Gigs gibt es dann eine kleine Auseinandersetzung und so muss Jackie schließlich Sozialstunden in einem Obdachlosenheim ableisten. Im Heim trifft er auf Harmonie und verliebt sich. Gemeinsam mit ihr streift der Komiker mit der scharfen Zunge und einem Faible für Beleidigungen durch New York. Zu Auftritten von Kollegen, einen Gig in einem Altersheim, der Hochzeit seiner Nichte oder auch dem Geburtstag von Harmonies kontrollsüchtigen Vater Mac. Und überall zerbricht er mit seinen Worten reichlich Porzellan. Ich will wissen, was Sie für Erwartungen haben. Meine Erwartungen? Wenn Sie meine Tochter ansehen und so wie Sie sie ansehen. Ich sehe ihn doch gar nicht an. Wovon redest du überhaupt? Obwohl sich der Comedian im Kern um die Beziehung zwischen dem Griesgram Jackie und der charmanten Harmony dreht, versammelt der Film einen absolut hochkarätigen Cast. Es sind unter anderem Danny DeVito, Harvey Keitel, Charles Grodin, Gloris Leachman, Eddie Falco und sogar die deutsche Schauspielerin Veronika Ferres, um nur einige der Cameos zu verraten. Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Hier bei Brittany und Frankies Hochzeit darf ich also das tonangebende Alpha-Monster hier ansprechen. Flo! Was hast du mir dem kleinen Bruder angetan? Er war 1,80 groß, als wir geheiratet haben. Auch wenn sie nicht an der Spitze stehen, für einen Stockerlplatz reicht es dennoch. Ich einfach unverbesserlich 3 ist wohl einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und bis dato der Sommerblockbuster 2017. Platz 3. Wenn ich einfach zum Liebhaben, seht ihn euch an. Oh, aber mit Haaren wärst du noch besser. Die Geschichte ist knapp 80 Jahre alt und doch aktueller denn je. Die Neuverfilmung von Jugend ohne Gott landet auf Platz 2. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Sie sind unverändert an der Spitze. Ranger, Spuck, Kork und Co. Bully Parade, der Film hält sich auf Platz 1. Geil! Snoosen. Hört euch! Es gibt 2 Arten von Wesen im Universum. Die, die tanzen. Und die, die das nicht tun. Alles klar. Ich bin Tänzer und Kamera nicht. Du solltest endlich eine Frau finden, die so armselig ist wie du. Danke, Kumpel. Soll ich dich drücken? Nein. Nein, ist nicht nötig. Doch. Nein, ich sag dir doch nicht nötig. Mach ich doch gern. Ich hoffe, ihr seid soweit. Die sind gleich hier. Die Guardians of the Galaxy rund um den Anführer Star-Lord sind mittlerweile im ganzen Universum bekannt und auch Aisha, die Anführerin der Sovereign People, einem Volk von genetisch zur Perfektion veränderten Wesen, bemüht sich um ihre Dienste. Es ist unsere Pflicht, das Universum von diesen Schwächen zu befreien. Die Guardians sollen für sie und ihre Mitbürger ein interdimensionales Monster bekämpfen. Im Ausgleich will sie ihnen Nebula übergeben, sodass die Guardians die Killerin und Schwester von Gamora ins Gefängnis bringen können. Doch ist diese Bezahlung zu wenig, weswegen er noch ein paar mächtige Batterien klaut. Also, alle haben gesagt, ihr wärt arrogante Arschgeigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter! Was? Ich hab doch gezwinkert. Aisha ist darüber alles andere als begeistert und heuert die Ravagers an, die Guardians zu jagen und die Energiequelle zurückzuholen. Weil Yondu sich weigert, seinen Ziehsohn Star-Lord zu verfolgen, kommt es innerhalb der Ravagers zur Meuterei.
Taserface übernimmt das Kommando und setzt Star-Lord nach. Bei deren Überführung von Nebula zum Nova Corps geht derweil wenig nach Plan und bald werden die Helden getrennt. Hat einer mal ein Stück Klebeband? Ich will den Todesknopf abkleben. Klebeband ist aus. Nicht ein einziger hat Klebeband dabei. Du hast eine Atombombe im Rucksack. Wenn hier einer Klebeband mithaben sollte, dann du. Der erste Teil von Guardians of the Galaxy wurde im Jahr 2014 unerwartet zum massiven Box-Office-Hit und hebt sich innerhalb des Marvel Cinematic Universe durch das Science-Fiction-Setting und die ironisch schräge Geschichte hervor. Obwohl die unkonventionelle Comic-Verfilmung damals als finanzielles Risiko angesehen wurde, gab der Erfolg dem Regisseur James Gunn recht. Denn gerade die abgedrehten Charaktere machen einen großen Teil des Charmes aus. Kannst du das auch in einem ironischen Ton sagen? Jetzt stehe ich da wie ein Idiot! Im zweiten Teil kehren der zu Unrecht vor Selbstbewusstsein strotzende Ex-Erdbewohner Peter Quill, der sich selbst Star-Lord nennt, die undurchsichtige Auftragskillerin Gamora, der Muskelberg Drax, der Zerstörer und der genetisch modifizierte Waschbär Rocket wieder zurück. Und auch das humanoide Gewächs ist wieder als kindlicher Baby Groot mit dabei, der wohl genauso einen Kultstatus erreichen wird wie die erwachsene Version. Das ist ein echt schlechtes Zeichen. Sexuelle Liebe. Nein, das ist jetzt weniger. Für Sie? Nein. Sie hat gerade eben von uns dein dunkelstes Geheimnis verraten. Alter, komm. Das sind meine Unterhosen. Um noch einfacher an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, holt euch jetzt die Tonio-App. Gratis auf tonio.com, im App Store und bei Google Play. Wer die App schon hat, sollte sie jetzt aktivieren. Und die, die das nicht tun. Klar. Um eine DVD oder Blu-ray mit den Guardians of the Galaxy gewinnen zu können, hinterlasst uns das Kennwort Groot. Aktiviert dafür jetzt die Tonio-App und hört gut zu. Sobald sich auf eurem Smartphone ein Formular öffnet, hinterlasst euren Namen, eure Adresse und das Kennwort. Dabei heißt es aber schnell sein. Wer uns als Erster oder Erste die Nachricht hinterlässt, gewinnt. Wir wünschen euch schon jetzt viel Glück und eine schöne Kinowoche. Und wenn ihr die Tonio-App noch nicht habt, holt sie euch jetzt gratis auf tonio.com, im App Store oder bei Google Play. Die Welt ist gebaut auf einer Mauer, die die Arten trennt. Erzähl beiden Seiten, es gibt keine Mauer. Handeln wir uns einen Krieg ein. Du bist ein Cop. Ich hatte mal deinen Job. Ich war gut darin. Ich weiß. Was willst du? Ich will dir ein paar Fragen stellen. Auf eine Zukunft, die endlich zum Vorschein kommt. Bring ihn zu mir. Sie wissen, dass du hier bist. Ich hab's dir immer gesagt, du bist besonders. Deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Eine Seite fehlt noch. Die Menschheit kann nicht überleben. Replikanten sind die Zukunft der Spezies. Bist du Polizist? Willst du mich verhaften? Wäre mir deutlich lieber als die Alternative. Es gibt eine Ordnung der Dinge. Und das tun wir hier. Wir sorgen für die Ordnung. Happy Birthday.